twisten. Nie Fahrt. Nie. So, dadurch, dass wir das jetzt einmal geschafft haben, die Mission, würde ich mal sagen, HP 7. Okay, okay, HP 7. Ja, sage nicht, na, sage jetzt. Ist okay, ist okay. Wäre vielleicht, na, Gesundheit. Passt, gut zu wissen, Digi. Kostümmäßig. Hätte irgendwas. Ah ja, voll die Brille. Aber wenn ihr wenigstens die Brille auf irgendwie so einen zusätzlichen Effekt hätte, würde ich es feiern. Würde ich es extrem feiern. Dann würde ich ihm das überhaupt. Dann würde ich es ihm sogar geben. Dann würde ich es ihm definitiv geben. Bewegungswirbelangriff, das könnte heftig sein. Luftsprint, okay. Sprint in der Luft, auch okay. Die Frage. Luftfolgeangriff, safe. Folgeangriffserweiterung, auch safe. 6 Stück, bis deppert. Also durch das wir auch in die Richtung halt natürlich gehen wollen, würde ich fast sagen, schauen wir mal, dass wir da das zusätzlich sich noch nehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha. Ich habe nur gedacht gehabt, so gerade so, wie erlernen, so quasi, was wollt's denn da genau? Bei dem ich mir gedacht gehabt, das kann man vielleicht ist es so eine Fähigkeit, die was man an und aus machen könnte. Gibt's ja auch wieder so ganz bestimmte. Also ich würde mal sagen, wir machen dann mal wieder ein Upgrade, wenn ich da so die 8, 9 HP da so zusammenkriege. Dann würde ich es mal wieder ein bisschen genauer anschauen. Also da eine Wichser, oder der, boah. Das wäre schon der Urwichser, das wäre der richtige Wichser, oder. Ich hätte gern gegen den Typen gekämpft. Gegen den Typen hätte ich wirklich gern gekämpft, der, schön und gut, er hat elektrische Kräfte. Ich hätte ihn schon gern im Team, muss ich schon sagen. Aber wenn das so ein Wichser ist, dann muss ich ihn nicht unbedingt haben. Dann muss ich ihn wirklich nicht unbedingt haben. So ein Wichser muss man nicht unbedingt im Team haben. Na, ich bin gespannt. Da haben wir gleich mal was Grünes. Das hole ich mir gleich. Wenn ich schon unterwegs bin. Hallo. Das kann ich da nicht umgehen, oder? Ich will da umgehen. Das will da umgehen, oder? Da hätte ich mir gleich das Grüne da auch noch geholt. Jetzt will ich es recht drauf scheißen. Typisch. Hi, Jungs. Alter, so wie die Typen, da würde ich gerne mal ausschauen. Bist du deppert, oder? Ist schon heftig gepanzert aus. Why did I end up here? I don't remember how I got here at all. I really should talk to Kaito about it. Yuito, deployment orders. We confirmed a large pack of others in an abandoned subway. Head over there, right away. Okay, got it. And Nagi? He's already on his way. Thanks, I'll be right on his heels. It looks like calling Kaito is going to have to wait. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal, oder? Jetzt kommen wir wieder ein bisschen näher. Ja, scheiße, auch wieder eine Mission. Let's go. Da kann ich nicht nein sagen, Bruder. Da kann ich einfach nicht nein sagen. Da muss ich ja sagen. Da muss ich einfach ja sagen. You've all heard the situation from Wataru. Apparently, there's a swarm of others in these abandoned subway lines. The extinction ich hoffe, viele Gegner. Underground from the air ducts. Sure, there's no need to explain it at this point, but we have some new blood here. So let's see what you know about the extinction belt. Ich hoffe, dass ich da vielleicht sogar selber entscheiden kann, wen ich da im Team haben möchte. Yes, sir. It's an anomaly that's believed to be the product of the spring of extinction. Oh, Digi!
It accumulated near the Earth's gelernt? And has covered the whole globe. Others are born inside it and have been observed descending to the Earth's surface. So don't go near areas where the belt is thick. The others could appear anywhere. The extinction belt also has the tendency to block signals. If that happens, Watcher's telepathy will be our only means of communication. Without a communicator, my telepathy only allows me to talk to you and not the other way around. Let's hope the communicators don't go down. So that's the deal. I want you to stay on your toes out there. Understood. This will be a joint operation between the 7th and 8th Company from the 1st Regiment and the 1st and 2nd Company from the 2nd Regiment. It's a large-scale joint operation. I want you all to refrain from going off on your own. Especially you, Kagero. What? You're really going to call me out in front of everyone, Captain? Don't get so upset. Team 1 will be me, Nagi, and Hanabi. Team 2 will be Kagero, Tsugumi, and Yuito. Seto Platoon will head to Point Alpha behind 2nd Company. Understood. Okay, das Unsichtbare hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen, aber bei ihr? Gehirnantrieb. Ist ein Status erhöhter Konzentration der temporäre verschiedene Vorteile wie erhöhtes Angriffsbewegungs. Also, der Typ ist dann halt einfach auf Speed. Nice. Da, sag ich, fix nicht, na. Wenn der Typ voll auf Koks sein darf, Bruder, da sage ich fix nicht nein. Da sage ich safe nicht nein, Digi. Gönn dir, Digi. Wenn dann denn schon, kämpfen bis zum Schluss. Überleg vielleicht sogar selben Gegner angreifen, andere Gegner vielleicht eher angreifen. Ah, das ist immer so eine Frage. Ich würde halt einfach mal sagen, kämpfen bis zum Schluss einmal für den Anfang. Kämpfen bis einmal zum Schluss. Okay. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, es gibt noch nichts Neues. Sehr gut, haben wir gleich mal was. Oh, sehr gut. Was? Dankeschön, dass du mir das gleich mal anzeigst dahin. Bauen wir hier. Sehr schön. Dann schauen wir mal sich die Fähigkeit hier an. Wie schnell es dann wirklich geht. Wie auf Speed, Alter. Sehr schön. Oh, wart. Der ist sowas von fällig und tschüss. Wieso nicht? War schon mal nett. Erinnert mich quasi so ein bisschen in dem einen Kurzverzögerungsmodus in God of War. Wenn es ausgewichen bist, dann hast du immer so einen kurzen Zeitlupeneffekt gehabt. An das erinnert mich das gerade ein bisschen. Das wär's. Digi, let's go. Let's go. Fühl ich. Na warte, da muss ich mir gleich mal umschauen. Das fühle ich zu 100%. Nicht schlecht. Ja, da muss ich auch kleine schauen. Geh mal eine Spachtel. Ja, vielleicht aber auch interessant, wenn ich mir da vielleicht das ein oder andere so bewegen würde, ob ich nicht dann doch vielleicht sogar zu den ein oder anderen geheimen Raum reinkommen würde. Würde mich interessieren. Also weißt du, was ich meine? Ich heb da mal vielleicht das ein oder andere vielleicht weg. Ah, sehr gut. Warte, das geht's aus. Ui. Boah, das wär's. Alle auf einmal. Das wär's aber komplett. Das wär's aber wirklich komplett. Na komm schon, Digi. Wirf, Digi. Oh, yes. Schon wieder abbrochen. Scheiß Wichser. Na warten, aber wenigstens den. Da fehlt noch der Folgeangriff. Da fehlt noch immer der Folgeangriff. Wow.
Alter, aber halt nichts mit Elemente, das ist halt das Arschige. Wenn wir hier irgendwas mit Elemente hätten, dann wird's definitiv können wir ganz anders ausschauen. Wir haben aber drauf, wir haben aber shit drauf. Bock endlich. Sehr gut. Der hat gesessen. Der hat anscheinend gesessen. Bist deppert, let's. Nee. Du kommst da definitiv nicht davon. Alter, wenn ich das schon ausnutzen kann. Wenn dann dein schon aber full Gas. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Aha. Okay, passt. Das Zeichen ist weg. Ich hab schon gedacht gehabt, kann ich da vielleicht sogar noch irgendwo raufhupfen, etc. Ah, werden wir eine kleine Runde machen anscheinend. Safe. Was? Subway? Was? Also, ein Paket, ja, einmal Chicken Teriyaki bitte, danke. Ja, schauen wir mal einmal links, nochmal einmal rechts. Kann ich das auch einfach kaputt machen? Muss ich das wirklich extra wegschirmen? Ja, scheiße. So, weg mit dem Dreck, fahr weg, Gatte. Na, scheiße, Ernst, jetzt, komm, gib den Scheißrichter weg, komm. Bruder, der kann einfach nicht über eine scheißfucking Kiste drüber hüpfen, selbst ich kann das. Selbst ich. Wahrscheinlich kreich über den Würfel drüber, aber das kann auch ich. Bisschen voll. Warte kurz, irgendwas hat er gerade Zeit gehabt. Irgendwas hat er... Ja, genau, du. Und? Du. Safe. Können wir ausnutzen. Safe. Ah, scheiße, gehen wir in die falsche Richtung, du Hund. Gleich den nächsten auch noch hinten nach. Sehr schön. Oh, da hat noch einer überlebt. Oh, wie süß. Bist du nicht? Ich glaub, der hat gesessen. Gib mir auf. Sehr schön. Fahren wir denn schon mal wieder auf seinem fetten, großen Boss, wo wir ein bisschen länger brauchen. Mit mich freien. Oh, und? Yes, ungleich nochmal bewerfen. Sehr gut. Einmal geht's noch rein in die Olga. Sehr schön. Das muss ich ausnutzen. Sehr schön. Probiert da 100.000 Sachen. Hat gescheißen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ui, aber komm jetzt mal her da. Oh, yes. Wieso kann der nicht die ganze Zeit so ausschauen? Das wär's. Aber ich bin noch in dem Modus. Alter, beides auf einmal. Könnte sich ein geiles Zeichen sein. Ah, lass mich hier lieber gleich mal unsichtbar machen. Ich kann ja nie wissen. Komm schon. Die Fähigkeit. Das wäre jetzt perfekt. Das war nicht zu stark, aber immerhin ein bisschen. Oh, friss das, Bitch. Oh, na, da wollte das. Na, wo ist jetzt? Nimmst du jetzt das rechte oder das linke? L2 oder L1 jetzt? Na, komm. Aber jetzt. Und? Und tschüss. Steppert, oder? Die haben's nicht gerade ohne. Ist sogar schon bei 14, oder? Leg mir am Arsch. Sogar schon bei 14. Haben sie noch was? Aber das wär's. Oh, und? Oh,
das sag ich nicht, na. Da kann ich nicht, na, sagen, Alter. Ganz dünn, Alter. Das wär's. Gleich next. Gleich next in die Fresse, Alter. Das ist alles R1. Das ist ja das Arschige. Das ist alles R2. Ich meine, R2. Das ist das Geschissene. Sonst hätte ich da wieder 100.000 Sachen ausnutzen können. Irgendwo muss doch noch irgendwas mit L2 vielleicht noch kommen, weißt? Irgendwas in der Richtung. Weil richtig stark. Boah, der kassiert, Digi. Der kassiert, Alter. Da Maschallah. Maschallah, Alter. Biste. Der kassiert nur. Ja, endlich kriegt er mal. Kriegt auch mal so eine Chance, das war ja mal langsam bitter nötig hier. Ja, ich sollte vielleicht langsam aufpassen, ich habe nicht mehr so viel Leben. Ja, okay, das kleine Kiste wird jetzt. Kann mal komplett das Kampf und das Kämpfchen rundherum reißen, oder was? Na, wo da? Gib ihm. Ace, geil. Yes! Und sogar Stufenaufstieg! Maschallah! Sehr gut. Man muss ja trotzdem sagen, Blitzkräfte oder Feuerkräfte oder was auch immer, wäre halt natürlich extrem stark jetzt. Weil das richtig, richtig schöner Vorteil. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich lasse den jetzt einfach mal vor. Ich die Hoffnung habe, dass da vielleicht irgendwo drunter was wäre. Nee, leider nicht. Usually come down lower than the stratosphere? No, it's usually seen higher. It's pretty rare for it to be this low. Let's be ready. Give him, du Hund, du Hund! Sehr schön. Der ist schon fällig. Beide sogar. Gerne mal abbremsen. Auch wenn es jetzt nur das kleine Stückerl ist, aber gerne mal abbremsen. Wie? Du kleiner Wichser, kannst dich unsichtbar machen. Sehr schön. Das muss ich nur noch kriegen. Warte. Oh! Und dadurch sehe ich den Gegner. Ja, würde ich fühlen. Würde ich definitiv fühlen. Ja, fühle ich. Der Typ ist definitiv nicht auf Koks. Definitiv. Was gibt's ihm eigentlich? Damit er diese Kräfte kriegt? Was gibt's ihm eigentlich? Ja, wir werden da definitiv sicher noch da und bei dem anderen vielleicht auch noch durchkommen. Safe sogar. Hoffe ich mal zumindest. Ich jetzt bin nicht in die falsche Richtung. Ja, ich gehe in die falsche Richtung. Datenpunkt. What the fuck? Ja, da muss ich mir aber schon holen, den Hundsdatenpunkt. Ich habe ihn den vorher nicht gesehen. Aha. Und da jetzt links. Okay. Okay. Interessant. Es soll halt anscheinend irgendwo da was geben. Ein Datenpunkt. Ja, vielleicht in einer nächst höheren Ebene. Da kann man dann nicht nein sagen. Bei einer nächst höheren Ebene kann ich es mir dann schon relativ gut vorstellen. Ja, wir sollten mal speichern. Speichern wir gar nicht mal so uns wieder. Weil man kann ja nie wissen. Steppert, verdächtig klar. So für einen kurzen Moment war das schon ein bisschen verdächtig klar. Ich
Gleich mal wieder Gegner. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Muss ich gleich mal wieder ausnutzen. Muss ich gleich mal wieder ausnutzen. Ich hab da nicht viel Zeit. Ich hab da nicht so viel Zeit, wenn der Scheißtag abgelaufen ist. Okay, okay. Einmal gescheit treffen und der Scheißtag ist schon im finalen Finisher-Mode. Und tschüss. Nice, nice, nice. Schön, schön, schön. What? Gleich mal auch wieder beschießen. Safe, Alter, safe. Und tschüss. Kann ich da noch immer nicht durch. Muss genau da durch. Ist da nicht irgendwo, was ich da so... Weißt du eh, dieser typische 0815-Schalter, das wär's. Das wird richtig chillig. So richtiger typischer 0815-Schalter. Boah, das wär's. Jetzt so ein Zug. Weiß nicht, ob ich den schicken kann. Aber ich probier's. Wenn er nicht die ganze Zeit so geschissen herumsucht. Ja, Digi. Ja, gib. Gönn doch mal. Oh, yes. Schmeckt definitiv. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt ist halt die Frage, entweder links oder rechts. Hauptsache Vollgas. Zeig mal die Karten her. Sag die Karten. Ja, da werden wir natürlich rechts gehen. Da werden wir natürlich safe mal rechts gehen, eh klar. Oh, Hallöle! Keine Wichser hier! Ah, der kennt. Ja, der tobt sich aus. Der tobt sich aber richtig schön aus. Bist du deppert? Der tobt sich aber richtig schön aus hier. Ausweichen, ausweichen, aufpassen, aufpassen. Ui, 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 ui. Am liebsten hätte ich halt natürlich meinen Hardcore-Finisher am Start. Mein Finisher wäre halt richtig nice. Downlet in so eine spezielle Attacke. Wieder mit L2. Das wär's. Das wäre halt ein starker Vorteil halt gegen den Gegner. Richtig starker Vorteil. Jetzt müssen wir es ausnutzen. Komm, Digi. Komm. Oh, yes. Ja, anders hättest du es jetzt nicht ausnutzen müssen, dürfen, Alter. Einfach nonstop Vollgas geben. Unbedingt. Gerade bei so einem Gegner. Unberechenbar, gerade mit diesem scheiß Bohrer in der Fresse. Ja, nicht zum Unterschätzen. Nicht zum Unterschätzen. Kommt mal gleich schwitzen. Oh, wart. Da werde ich natürlich gleich mal was anderes ausnutzen hier. Sehr schön. Oh, ich hoffe, das tut weh. Da werde ich natürlich noch nicht das andere ausnutzen. Wenn ich sehen würde, das L2, dann auf alle Fälle. Oh, Digi, ich druck eh schon, aber mehr kann ich nicht machen. Also ich drucken. Aber jetzt, komm, es geht's ja aus. Schön. Und dann noch mit L2 auch noch und dann, bippi fein und weg ist der. Aber sonst musst du einmal ihn sammeln. Perfekt. Ja, da geht's. Oh. Verbündete könnten vielleicht auch mal. Ja, ich tu ja auf rauf drücken, da passiert nichts. Schön, dass ich dich aus der Gruppe entfernen kann, aber ich würde da gern auch irgendwie was zum Heilen geben. Aha, warte, ich drücke jetzt mal ganz. Ach, ich kann nicht einmal ganz lange drauf drücken. Er zeigt mir das gleich automatisch an. Ich hätte halt gerne halt nur gern was zum Heilen gegeben. Also wenn ich da schon den einen oder anderen Gegner treffen würde, Brudi, ich hätte es gleich ausgenutzt. Sofort. Ohne nachdenken.
Ja, zeige mal her. Können wir da vielleicht irgendwie Tauschbörse? Nix. Schade. Hätte man gedacht gehabt, vielleicht das ein oder andere Upgrade wäre schon ein Feini.